schon nur den Sport ausüben an sich mache ich so gerne. Und jetzt noch das Ganze drumherum, das Leben, ich finde, es ist wie ein Abenteuer im Leben, das ich habe. Also, ich komme so vielen Orten her, lerne so viele neue Sachen und Leute kennen. Es ist einfach, jeder Tag ist ein bisschen crazy. Das habe ich gerne. Super, eben, es gibt ja immer mehr Frauen und Männer, die fasziniert sind vom Radsport und immer mehr Frauen, die auch mit Männern zusammen trainieren, weil sie sagen, wir können enorm davon profitieren. Wie das harmonisch und mit viel Freude geht, das zeigt uns der Radsportclub Regensdorf in unserem Beitrag. Der Radsportclub Regensdorf trifft sich zum zweiwöchentlichen Vortraining. Ein Training, das verschiedene Leistungsniveaus aufeinandertreffen. Darum wird in drei Stärkeklassen trainiert, sodass jeder sein Tempo findet. Das Niveau des Clubs ist hoch. Gerade für die Frauen eine rechte Herausforderung, aber auch ein geniales Training zum Besserwerden. Es ist natürlich gleich immer das Kraftthema. Also angeblich kann die Frau nur 2/3 von der Kraft aufbringen wie ein Mann. Und wenn wir noch so trainieren, dann ja, kommen wir darüber auch nicht raus. Und deswegen Windschattenfahren ist gut, aber spätestens am Berg oder in der Fläche, wenn die drucken, merken wir das natürlich. Und das braucht dann das Beissen. Ja. Der Club bietet optimale Bedingungen, zum Wettkampfshärte zu trainieren. Nicht umsonst haben es schon manche Radfahrerinnen vom Verein weit gebracht. Wir haben ja bei uns sogar Weltmeisterinnen, Schweizermeisterinnen, Demo Pulli, die Silbermedaille an der Olympiade geholt hat. Wir haben Spitzentriathletinnen da. Alles, also das sind Frauen, die etwas drauf haben. Auch die Co-Präsidentin Angelika Marfurt war erfolgreiche Elitefahrerin und hat vom anspruchsvollen Training profitiert. Wenn man in der starken Gruppe mitfahren kann, dann ist das wie ein Wettkampftraining. Und dort habe ich einen Wettkampfhärte, den ich trainieren kann. Und ansonsten, wenn ich alleine fahre, kann ich in der Grundlage gemütlich fahren für mich. Und das ist eigentlich perfekt als Ausgleich. Radsport ist ein zeitintensiver Sport. Tretteffizienz, Intervall, Grundlagen, Sprints, Berg- und Athletikeinheiten. Trainingsplanung ist komplex. Beim RSC Regensdorf ist es aber nicht nur die Leistung, die zählt. Den Kopf ausschalten, man kann entspannen, man sieht sehr viel von der Gegend. Dass man gemeinsam Sport machen kann, mit dem Velo kommt man relativ weit um, man kann die ganze Schweiz befahren. Verschiedene Touren können zu fahren und einfach sich auch auspowern können. Das ist für mich auch eine gewisse Freiheit, das können auszuleben. Es sind gute Leute, aber es ist nicht unser Ziel, jetzt da einfach einen Spinnerclub von super Schnellen zu haben. Die hat es auch. Sondern es soll ein Club sein, wo man Freude am Velofahren hat und wo, eben, wie gesagt, alle den Plausch haben und auch alle mitkommen können. Das ist das Ziel.